mich sauber gemacht. Ja. Oh, danke, mein Schatz. Das muss man machen, wenn man einen Hund bekommen will. Oh, ein Hund? Hallo, ihr Lieben. Heute zeige ich euch 10 Arten, wie ihr auf jeden Fall einen Hund bekommt. Aber bevor wir anfangen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und uns einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefällt. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Wow! Hi, Papi! Hey, babe! Wow, du kannst so schön Sachen aus Holz machen. Ich liebe Sachen aus Holz zu machen, du kennst das schon. Das und? Papa, okay. Und wenn wir einen Hund hätten, könntest du die beste Hundehütte und das beste Hundebett machen und einfach ein ganzes Hundehaus machen. Da hättest du ja noch ein Projekt. Aber da fehlt noch eine Sache. Ein Hund. So, wenn wir hatten ja noch Hunde, ich hatte viele neue Hausprojekte. Ja, und gerade keine Ahnung, an was du gerade arbeitest. An einem Stück Holz. Irgendwas, da hast du was Großes in deinem Bett. Hast du dein Bett? Ja. Okay. Du was ich bin drin. Ich mache jetzt eine Vergabe für meine Eltern, dass wir einen Hund bekommen. Und ich recherchiere jetzt ein bisschen. Ich habe hier sogar eine Pinnwand. So, Sachen. Ich hole mal noch ein paar andere Pins. Gut. Aha! Wenn man einen Hund bekommt, lernt man Verantwortung. Also schreibe ich mir Verantwortung. Hey, was machst du, Evi? Ich mache ein Referat, um Mama zu überzeugen, dass sie einen Hund bekommt. Weil ich habe viele tolle Pläne gefunden für eine Hundehütte, so ich bin schon überzeugt. Ich habe eine Chance, etwas Neues zu bauen. Haha, ich bin dabei. Ja, kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen? Ich mache meine Pläne. Viel Glück, viel Glück, viel Glück mit der Mama. Viel Glück. Vielleicht kann ich auf Herzliebe schreiben. Eva, warum spielst du denn mit dem Spielzeug da? Das ist doch für Kleinkinder. Weil, Mama, du kaufst mir keinen echten Hund. Das ist meine einzige Wahl. Hast du jetzt ein schlechtes Gewissen? Ich mache jetzt einen Wunschzettel für Weihnachten und ich schreibe dann überall Hund drauf. Weil, wenn ich ja nur einen Hund haben will, dann muss der Weihnachtsmann ja einen Hund mitbringen. Also, logisch. Ich schreibe selbst in Blindenschrift. Da kann der Weihnachtsmann ja nur sagen, Avery hat so extra noch in Blindenschrift geschrieben. Mal jetzt noch ein paar Hundebilder. Das muss doch funktionieren, oder? Ja, Avery, was machst du denn da? Ich mache einen Wunschzettel für Weihnachten. Aber da steht ja nur Hund. Ich sehe ja einen Hund. Also... Oh, Evi, was ist denn los, mein Schatz? Mami, ich bin so schrecklich einsam als Einzelkind. Du weißt doch, wie oft ich dir sage, ich hätte gern ein Geschwisterchen. Evi, du hast mir noch nie gesagt, du hättest gern ein Geschwisterchen. Jetzt habe ich es im Prinzip gesagt. Also ja, ich habe dir doch immer gesagt, ich wollte ein Geschwisterchen. Nee, das hast du noch nie gesagt. Später habe ich es jetzt gesagt, okay. Okay, also du hättest gerne ein Geschwisterchen. Ja, und ich kenne... Ein Baby, nicht nur ein Pumpkin, ein schönes Geschwisterchen zu haben, einen Hund zu haben. Du meinst, mit dem Hund wärst du weniger einsam? Oh, es tut mir so leid, dass du Einzelkind bist. Also können wir einen Hund haben? Evi, was machst du denn da? Deine Freundin ist doch gerade im Moment eben erst gegangen. Also, Hunde fressen alles vom Boden und dann ist so klein, so echt. Deswegen muss jetzt mein Zimmer immer picobello aufgeräumt sein. Mama, das nächste Mal, wenn du ein Unboxing auf Instagram machst, bitte ich dich aufzuräumen. Guck mal, wenn wir einen Hund hätten, hätte er sich schon fast verschluckt. Mama, Mama, Mama.
lernen aufzuräumen. Du sagst mir dann immer, Schätzili, wenn du fertig spielen bist, holen dann auf. Jetzt sag ich, Mamili, wenn du fertig filmen bist, räum du doch auf. Ugh, Eltern. Wenn ihr einen Hund haben wollt, dann müsst ihr zeigen, dass ihr freiwillig mithelft und dass ihr ganz viele Verantwortung tragen könnt. Deswegen helfe ich im Bad. Die Mama hasst es zu staubwedeln, deswegen mache ich es heute für sie. Richtig Spaß und da bin ich auch noch für meinen Hund vorbereitet. Warum hasst eigentlich Mama Staub zu wedeln? Oh Mann, schon wieder soweit. Ich muss abstauben. Ich hasse es, aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Puh. Mama, was machst du denn da? Oh hey, Avi. Ich staubwedle. Ich hab's doch schon gemacht. Du hast schon für mich sauber gemacht? Ja. Oh, danke, mein Schatz. Das musst du machen, wenn mein Hund gekommen ist. Oh, ein Hund! Eva, was machst du denn? Der hat den Schatz, der sind Hundehaare überall. Und der muss dann viel saugen. Schrecklich laut! Egal! Wenn ich sage, Hundehaare werden überall sein, meine ich auch überall. Wirklich? Wirklich? Ab jetzt werde ich jeden Tag saugen. Aber nicht mich jeden Tag saugen. Nein. Hund hat, muss früh aufstehen. Also stelle ich meinen Wecker für 6 Uhr morgens. Hört ihr das? 6 Uhr. Früher, also warte mal. Ich habe hier meinen Testhund und ich schlafe meine Klamotten. Da bin ich morgen früh schneller fertig. Hatten, denn ich kann draußen gehen mit dem Hund und jung bleiben. Mhm. Ich kann nichts dagegen sagen. Yay! Logik, ne? Also ich habe irgendwie meinen Hund bekommen, nur ein bisschen anders. Schau mal. Ziemlich süß. Mami, kann ich jetzt mal meinen Hund halten? Okay.
Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Hier unten könnt ihr noch 2 Videos von uns gucken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Endlich. Ich liebe sie so sehr.